Intercity Express 1582 München Hauptbahnhof nach Lübeck Hauptbahnhof. Fahren Sie diesen Intercity Express von Hamburg Hauptbahnhof nach Lübeck Hauptbahnhof. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Fahrt in Trainsim World 4. Wir sind im Hamburger Hauptbahnhof und fahren heute unseren ICE 3 von hier, von München kommt, bis nach Lübeck. Und dann würde ich sagen, machen wir einmal die Türen auf der linken Seite, das ging hier. Links öffnen, rechts schließen, genau, sollte passen. Türen sind auf. Scheibenwischer machen wir mal auf unregelmäßig, sollte passen. Dann machen wir uns natürlich noch die Zugsicherung an, einmal die PZB und die SIFER. Die Tür wieder zu, dann machen wir hier einmal die Launchscheibe, machen wir transparent aus, damit mir hier auch keiner zuguckt bei der Arbeit. Fahrgäste sind eingestiegen und ich habe die Regenmod installiert, die den Regen realistischer aussehen lässt. Gut, jetzt hier unterm Dach, dass es hier regnet, ist ein bisschen unrealistisch, aber das liegt nicht an der Mod, das liegt am Spiel. Und dann wären wir eigentlich soweit auch schon abfahrbereit. Wir könnten die AFB noch anmachen, aber will ich das heute und hier? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal frei. Und dann stellen wir die gleich mal auf 40 km/h. Und dann machen wir die Türen auch schon mal zu, damit wir hier auch pünktlich abfahren können um 13 Uhr. Und es ist eine ganz normale Fahrplanfahrt hier auf Hamburg-Lübeck. Hat mal wieder Bock auf die Strecke. Und ich wollte euch mal diesen wunderbaren Regenmod zeigen. Türen sind zu, aber steht immer noch Fahrgäste einsteigen lassen. Bremse ist gelöst. Und dann kann man los. Der wirklich den Regen viel besser aussehen lässt. Ne? Viel, viel besser. Na, befreien brauchen wir uns jetzt nicht. Wir müssen eh gleich wieder. Also wir kommen gleich eh wieder in die Überwachung. Genau jetzt. Ja, hier seht ihr es. Der Regen sieht halt viel besser aus, ne? Nicht so komische Schnüre, die hier runterregnen, sondern wirklich so Regentropfen. Das sieht schon schön aus. Viel, viel realistischer. Sonst sind das ja wie so Schnüre, die da runterkommen. Und jetzt sieht das schon besser aus mit den Tropfen. Und Hamburg-Lübeck, als das damals rauskam, hat mir das echt gar nicht so gefallen. Aber mittlerweile finde ich die Strecke echt gelungen. Muss ich schon sagen. 56 Kilometer haben wir vor uns. Mit dem wunderbaren ICE3. Könnte generell mal wieder eine Strecke ja, aus dem hohen Norden kommen. Klar, wir hatten jetzt Bremen-Oldenburg, aber hier so Hamburg, das bietet sich schon an. Schön wäre auch die Strecke Richtung Westerland, ne? Von Hamburg aus. Oh, das wäre schön. Mit dem Sylt-Shuttle. Aber da hätte ich auch Bock drauf. Über den Hindenburgdamm. Das wäre wirklich ein Highlight. So, und da dürfen wir gleich 60 fahren. Einmal hoch auf 60. Dafür, dass die Strecke noch aus TSW2 ist, ist die schon echt schick. Irgendwie, wir haben gar keine Wolken.
Aber es regnet. Spannend. So, jetzt dürfen wir uns befreien. Und dann dürfen wir gleich auch auf 100 beschleunigen. Dann mal auf nach Lübeck. Und hier ist es auch irgendwie viel schöner auf der Strecke, obwohl sie noch, ich weiß gar nicht, ist noch gar nicht abgedatet auf TSW3, ne? Selbst wenn es TSW3 wäre. Hier sind halt die Blendeffekte viel besser als auf Dresden-Riesa. Auf Dresden-Riesa haben wir einfach nur diese unfassbaren Überblendungen der Schienen. Aber hier hat man auch, man wird auch im Führerstand geblendet. Hört sich jetzt doof an, aber es wirkt halt besser. Schöner. Toller. Also Hamburg-Lübeck, am Anfang, wie gesagt, bin ich da gar nicht mit warm geworden, aber mittlerweile macht mir das schon echt Spaß. Schöne Strecke. Übrigens im März unterwegs hier bei der Fahrt. Auf 120. Ich will jetzt mal aber den Scheibenwischer mal höher stellen. Ja, es wirkt halt mehr realistisch, dass die Sonne mehr einen hier im Führerstand blendet. Wir haben hier doch, wir haben eine Sonnenblende. Bringt das was? Also wenn wir die hier. Ja, das bringt sogar was, ne? Jojo. Ein paar Waggons hier abgestellt. Express entgegen aus Lübeck. Und dann hoch auf 140. War noch schon länger nicht mehr mit dem ICE unterwegs. In Transim World 4 noch gar nicht. Gut, auf der Vorarlbergbahn macht jetzt nicht wirklich Sinn, mit dem ICE da zu fahren. Aber auch wenn die Vectron viel, viel Spaß macht, mal so ein bisschen Abwechslung, auch mal wieder was anderes fahren. Das ist schon so ein bisschen komisch hier mit dem Regen auf der Scheibe, ne? Ist ein bisschen komisch, sieht das aus. Aber liegt auch an der Sonne. Also ein paar Performance-Einbrüche haben wir schon. Ihr seht es oben rechts, durchgehend eigentlich 62 FPS, aber manchmal sackt es dann ab, so wie jetzt. Runter auf ein paar 50. Anlassen und dann mal ja, da schon wieder. Ja, es sind manchmal so Mikroruckler, ne? Das wird, glaube ich, TSW nie ganz loswerden.
Also ich kann euch vergewissern, an meinem System kann es nicht liegen. Also rein von der Performance her kann natürlich immer am System liegen, aber ich sehe das ja auch bei allen anderen YouTubern, dass da immer wieder so Einbrüche der Framerate ist oder sind. So wie jetzt. Eieieiei, was war denn das? Nicht alles andere als schön, ne? Jetzt dachte ich wirklich, es wäre sogar ganz abgestürzt, aber nee. Heftig. Da ist auch nur noch ganz leicht am Regnen. Na, ich hatte es darauf. Ja, ich wollte gerade sagen. Steht doch auf unregelmäßig. Und die Sitzposition hier hätte ich dann doch schon gerne ein bisschen weiter nach hinten. Aber das kann man leider nicht einstellen. Das wäre auch wirklich nur eine Kleinigkeit, ne? Das Sichtfeld so ein bisschen nach hinten zu holen. Gibt ja sogar im Train Simulator. Aber hier ist das bisher nicht mit drin. Überhaupt Licht richtig an, ja, ne? Teilweise ist es dann aber schon übel. Mein Traum ist ja immer noch so ein deutsches Streckennetz. Ich meine, ich warte jetzt schon über 20 Jahre drauf, dass wir mal einfach von Hamburg durchgehen bis nach Kassel oder von mir aus auch bis nach Köln einfach mal durchfahren können. Wirklich so eine 2, 3, 4 Stunden Fahrt, ohne zwischendurch die Strecke zu wechseln. Jetzt fängt es wieder mehr an zu regnen. Ziehen sich auch zu. Klar, von Kassel nach Würzburg ist schon eine ziemlich lange Strecke, aber einfach durch bis nach München, das wäre halt schon mal, das wäre richtig cool. Einfach wie beim Euro Truck Simulator, nur halt in Train Sim World. Klar, wir haben Train Life, das ist aber natürlich keine Simulation. Das ist eher so ein Arcade-Spiel, dass man einfach das gesamte deutsche Streckennetz hat und man kann fahren, wie man will. Dass das wahrscheinlich nie kommen wird, also in absehbarer Zukunft nicht kommen wird, ist klar, weil boah, was man alles für Fahrzeuge bräuchte. Das wird aber richtig schlecht. Und noch Nebel dazu. Uiuiui, das ging jetzt aber fix. Das ist schon mal was, wo ich sagen muss, die Immersion, die ist da wirklich gelungen. Wie schnell jetzt dieser Wetterwechsel kam, dass wir quasi in so eine Schauerfront reinfahren, das fand ich jetzt schon echt schön. Dieses dynamische Wetter, das macht halt schon eine Menge aus. Das war jetzt wirklich gut.
Wir hatten das ja auch mal, ach, das ist bestimmt schon ein Jahr oder mehr her, dass wir auf Kassel-Würzburg gefahren sind, auf der einen Seite in den Tunnel rein. Da hat es, glaube ich, nur ein bisschen geschneit gehabt. Und auf der anderen Seite haben wir dann gar nichts mehr gesehen. Der Schneesturm hat getobt. Sowas ist halt wirklich schön. So, jetzt dürfen wir 160 fahren. Gewittert sogar. Gewitter Anfang März ist nicht üblich, aber auch nicht unmöglich. Herrlich, genau mein Wetter. Ich liebe Gewitter. Erdblitz. Dieses Geräusch von den Regentropfen, das ist auch so beruhigend. Ich kann mich noch erinnern als Kind, wenn ich da in Großeltern auf dem Campingplatz war und hat in diesem Wohnwagen drin gelegen und draußen hat es geregnet und dieses Geräusch. Es war so beruhigend, konnte so schnell einschlafen. Jetzt aber, wir haben sogar Rot. Ach du liebe Güte. Uiuiui, das kam jetzt unerwartet. Aber schaffen wir noch. Fernverkehr rot zu haben, ist jetzt nicht so üblich. Und deswegen hat mich das gerade echt überrascht. Aber noch rechtzeitig reagiert. Da fahren wir langsam drauf zu. Boah, herrlich, ne? Wettermäßig hat sich da eine Menge getan seit dem ersten Teil. Mit der Regenmod hier sieht das auch alles gleich noch viel besser aus. Gibt es natürlich nicht für Konsole, falls da jemand jetzt fragt. So, dann dürfen wir wieder. Ah, da steht der Kandidat wahrscheinlich. Der kann ja gar nicht sein. Der fährt nach Hamburg. Kann sein, dass der. Doch, der wird hier da vorne die Gleise gekreuzt haben bei der Einfahrt. Hier vorne bei der Weiche. Der war hier auf unserem Gleis unterwegs wahrscheinlich. Genau, der wird hier rübergekommen sein auf unser Gleis und dann da an den Bahnsteig. Nee, wahrscheinlich doch nicht. Da vorne ist wieder rot. Irgendwas dödelt vor uns her.
Das ist natürlich nicht gut. Aber ohne Vorsignal? Ist auch unüblich, ne? Obwohl, wir sind noch über 1 Kilometer entfernt. Boah. Da kommt das Vorsignal. Was? Was? Sag einmal SIFA und sagt schon SIFA-Zwangsverwirrung, ist klar. Wollte ich gerade bremsen. Da ist es wieder umgesprungen. Ich hab mich doch befreit. Ich hab doch PZB freigedrückt. Boah, dieses Spiel macht mich manchmal echt fertig, ne? Ich hab doch PZB freigedrückt, mein Freund. Unglaublich. Da stand doch Befreiung möglich. Naja, so kann der Zug vor uns ein bisschen mehr Abstand gewinnen. Ich habe die Ausrede, dass es regnet. Schüttelt mit Strömen. So, jetzt sind wir in der 45er drin. Ach Gott, es ist aber auch erbärmlich. Na gut, da vorne ist eh rot. Also war jetzt nicht so dramatisch, die Zwangse. Rollen wir mal. Aber es geht bergab. Über die 45 drüber kommen. Okay. Da ist auch schon wieder grün. Jetzt noch 18 Minuten für 25 Kilometer. Wenn der Zug da weiter vor uns rumtrödelt, werden wir das wahrscheinlich nicht schaffen. Aber jetzt scheinbar grüne Welle zu haben. Das Einzige, was ich bei so Wetter immer noch komisch finde, ist, die Welt wirkt einfach schwarz-weiß. Ne? Es wirkt so, so sieht es ja nicht in echt aus. Eine schwarz-weiße Welt, wenn es regnet. Das ist halt das Einzige, wo ich echt sagen muss, da so ein bisschen mehr Kontrast wäre da nicht so schlecht. Ich meine, ihr kennt es ja selber, wenn es draußen schüttet, sind die Blätter immer noch grün. Die sind ja nicht auf einmal weiß oder schwarz.
besser hinbekommen. Aber trotzdem, Feeling ist schon mega. Durch so einen Gewittersturm zu fahren. Ich glaube, in der Realität werden die ICEs, also der ICE, der nach Lübeck fährt, der fährt, glaube ich, mit dem ICE zusammen, der nach Bremen fährt. Und in Hannover werden die beiden getrennt. Meine ich zu wissen. Aber wie immer, ihr wisst, was jetzt kommt. Wenn ich hier Blödsinn erzähle, dürft ihr mich gerne eines Besseren belehren in den Kommentaren. Sehr, sehr gerne. Aber eine große Unwetterzelle. Aber jetzt, da wir anscheinend den Bummelzug vor uns irgendwo überholt haben, wo auch immer, ich habe nichts gesehen. Werden wir den Fahrplan wohl noch einhalten können. Aufgehört zu blitzen. Zumindest habe ich jetzt länger keinen mehr gesehen. So viel dazu. Da war doch wieder einer. Jetzt bei der Einfahrt in Lübeck halt so eine Ansage vom Zugchef. Ne? Gut, ich kenne jetzt nicht die Anschlüsse, die da sind, die würde er dann auch sagen, aber sowas wie, meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Lübeck Hauptbahnhof an Gleis 8. Ich, ja, irgendwie sowas halt, ne? Ich bedanke mich für die Mitfahrt, bla bla bla. Und ja, ich würde dann, also wie gesagt, ich hätte da gar kein Problem mit. Selbst wenn ich zu Dafter Games nach England fliegen müsste, ich mach das auch vollkommen umsonst, zahle den Flug auch noch selber. Ich erkläre mich dazu absolut bereit. Aber ich glaube, so Soundaufnahmen, na gut, doch gut. Ich glaube, die machen das schon im Studio dann. Aber wenn ich was vom Zettel einfach ablesen müsste, ne, die folgenden Anschlüsse haben sie in Lübeck.
Und dann Regionalexpress so und so, von Gleis so und so, Regionalbahn so und so und Bus so und so. Das wäre halt wirklich noch, das hebt gerade in so einem Spiel die Immersion halt ungemein. So Ansagen. Wenn sie da keine Lizenzen für die Originalansagen zahlen wollen, gut, hier im ICE ist ja eh der Zugchef, da gibt es ja keine automatischen Ansagen. Aber wenn du jetzt S-Bahn, Regionalexpress, Regionalbahn etc., da hast du ja deine automatisierten Ansagen mittlerweile. Wenn sie da die Lizenzen nicht für zahlen wollen, dann sage ich auch gerne, nächster Halt, Lübeck Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Da gibt es doch bestimmt irgendjemanden da draußen von euch auch, jetzt haben wir schon wieder so einen Mega-Ruckler, der eine geile Stimme hat, eine angenehme Stimme hat, egal ob männlich, weiblich, divers, mit der sich dazu bereit erklärt. Da gibt es bestimmt viele von euch. Also ist ja auch cool, in so einem Spiel verewigt zu sein. Da verstehe ich nicht, dass die das immer noch nicht hinbekommen haben. Das ist... Tja. Gut, du müsstest es... Nee, du müsstest es nicht in mehreren Sprachen machen. Müsstest du ja gar nicht. Du musst dir hier keine Haltestellen ansagen in Deutschland auf Französisch, Italienisch, Polnisch, etc. machen. Da reicht ja auch Deutsch. Das ist ja eine deutsche Strecke. Ich erwarte jetzt auch nicht, wenn ich auf einer englischen Strecke unterwegs bin, dass da deutsche Ansagen kommen. Das hat auch so einen Punkt, den sich ganz viele wünschen und der hoffentlich auf der Agenda von DTG steht. Also da würde ich definitiv auf den Multiplayer verzichten, wenn die mal hier wirklich so Haltestellenansagen, Zugdurchsagen etc. mit reinbringen wird. Multiplayer kennt meine Meinung auch, das ist für mich ist das, ob jetzt vor mir der Karl-Heinz rumfährt und hinter mir der Klaus und der Heinz-Gerd mir noch entgegenkommt, das weiß ich nicht, ob das jetzt cool ist. Multiplayer finde ich generell gut, ja. Zum Beispiel jetzt Command & Conquer spiele ich ja im Moment auch auf meinem Kanal, so, da ist Multiplayer einfach genial. Das ist halt was ganz anderes, als wenn man mit KI gegen KI spielt, die halt einfach oft strunzenblöd ist, immer dasselbe macht nach Schema F. Aber gegen den echten Menschen zu spielen, der dann auch logisch denken kann und auf Dinge, die man selber macht, dann auch reagiert, das ist halt was komplett anderes und macht dann halt auch mehr Spaß. Aber hier in TSW, keine Ahnung. Konnte mir bisher auch noch keiner so richtig erklären, was den Reiz an einem Multiplayer in TSW ausmacht. Ja, mit Fahrdienstleiter eventuell, so wie es in SimRail ist. Aber das hat mich jetzt auch nicht, das habe ich auch noch nicht gespielt. Das reizt mich irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Es ist ein gutes Spiel, keine Frage. Die Rezensionen sind wirklich gut, aber reizt mich irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nie Euro Truck Simulator, habe ich auch nie den Multiplayer gespielt. Mittlerweile gibt es ja auch KI-Verkehr. Ich fand das halt immer komplett leer. Das war halt total schlimm. Da war gar keiner unterwegs, außer die echten Spieler und die sind gefahren wie die Wildsau. Da war die ganze Atmosphäre weg, wenn man im Euro Truck Simulator offline fährt, ist das halt cool, weil man hat halt den kompletten KI-Verkehr. Es ist halt total geil, sich da durchzuschlängeln und man wird überholt und etc. pp. Das ist halt wirklich genial. Aber im Multiplayer war das immer so, weiß ich nicht, sich so leer angefühlt. Sind wir gleich in Lübeck. So, 90. Besser gesagt, 60. Ja, ich hätte jetzt noch ein bisschen warten können, bis wir runterbremsen, aber wir haben einen sehr guten Zeitplan, ne? Trotz Zwangsbremsung.
Junge, Junge, drei Signale direkt hintereinander. Und die Zwangsbremsung, die ich hatte, zählt nicht. Ich hatte gerade frei gedrückt, weil da oben stand Befreiung möglich und dann kriege ich eine Zwangse, weil es nicht gezählt hat. Ich war immer noch in der 85er Überwachung im Wechselblinken und dann kriegst du auf einmal eine Zwangsbremsung. Zählt also nicht. So, 5 Minuten haben wir noch, also ganz gemütlich hier, haben wir hinein. Auf das linke Gleis hinüber. Ja, das ist echt unrealistisch, ne? Dass wir zu früh ankommen. Du mal, musst hier noch mal ein paar Minuten stehen bleiben. Das geht ja gar nicht. Hat Spaß gemacht. Also generell macht mit TSW 4 sehr viel Spaß. Gut, die Fahrt hätte jetzt auch ein TSW 3 sein können, ne? Hat sich jetzt zu TSW 3 hat sich jetzt hier an der Fahrt, glaube ich, nicht viel geändert. Aber es macht Spaß. Ich habe wieder richtig Motivation, Zug zu fahren. Das war tatsächlich gegen Ende TSW 3, noch bevor die Ankündigung war, TSW 4 kommt, doch schon anders. Da war die Motivation nicht so hoch, aber jetzt, wenn man weiß, es kommen neue Sachen und wir haben jetzt auch endlich den Editor und mal gucken, was da von Drittanbietern und Privatleuten kommt, das ist dann gleich schon, ja, steigt die Motivation. So, da vorne wäre der Lübecker Hauptbahnhof, die Brücke, die über das Bahnhofsvorfeld führt. Das sehen wir da auch schon. Ganz gemächlich hinein, bremst schon ein bisschen weiter runter. Weil wir ja eh zu früh sind. Steht der Intercity, der Regionalexpress. Intercity fährt dann Richtung. Ich glaube nicht. Passt das, wenn wir hier anhalten? Sind wir doch zu lang, oder? Naja, wir müssen ein Stück. Naja, sei es drum. Das Spiel möchte das so und dann machen wir das so. Nee, hier. Links, links, links. Nur links. Genau, zu damit. Schön. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Endlich hat es aufgehört jetzt. Also es regnet noch, aber nicht mehr hier bei uns in der Zughalle. Und ja, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und allseits gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.